Und damit direkt an die Börse zu Linda Behringer von CNBC in Frankfurt. Linda, wie wirkt sich das Ganze denn auf den DAX aus? Naja, wir stehen hier immer noch auf wackeligen Beinen, aber doch, wir haben heute ein Plus verzeichnet. Nach den heftigen Verlusten ja der vergangenen Tage und auch den Vorgaben aus den USA. Dort haben ja die Märkte mit über 4% im Minus geschlossen. Also heute sehen wir so einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont. 0,9% derzeit der Aufschlag, 5.914 Punkte. Und es ist natürlich sehr positiv, dass man in Großbritannien jetzt diese Bankenübernahme hat. Dann ist erstmal einer, der sehr stark ins Wanken geraten war, jetzt erstmal weg, ist unter die sicheren Fittiche einer anderen Bank gerutscht. Das war positiv. Ja, und natürlich auch die konzertierte Aktion der Notenbanken, der großen führenden Industrienationen, hat zusätzliche Liquidität in den Markt gepumpt und erstmal die Gemüter und vor allem die Tagesgeldsätze auf dem Geldmarkt erstmal wieder beruhigt. Und das kam alles doch relativ positiv an. Aber es wird sich zeigen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Erstmal ist noch ein bisschen Abwarten gefragt. Die Finanzwerte, die stehen natürlich im Moment im Fokus. Wie stehen sie denn heute da? Ja, die Finanzwerte sind heute wieder das Thema hier an den Märkten und es ist ein relativ gemischtes Bild. Wir sehen bei der Deutschen Bank, da kommt diese Liquiditätsspritze der Notenbanken sehr gut an und auch die Übernahme aus Großbritannien. Die Commerzbank ebenfalls höher und auch die Postbank, aber bei der Allianz, das ist schon interessant, dass man hier wieder unter Druck ist mit fast 3%, denn man verkauft ja die Dresdner Bank an die Commerzbank und die Commerzbank finanziert einen Teil dieser Übernahme in eigenen Aktien. Wenn jetzt natürlich die Commerzbank-Aktie stark fällt, und das ist sie in den vergangenen Tagen, heute zwar wieder leicht im Plus, aber in den vergangenen Tagen waren das doch heftige Abschläge, dann ist dieses Aktienpaket natürlich weniger wert. Und dann gab es natürlich Spekulationen im Markt, dass man vielleicht diese Übernahme jetzt abbläst aufgrund der Turbulenz. Dann haben sich beide Unternehmen sofort zu Wort gemeldet, haben gesagt, daran ist überhaupt nichts dran, das stimmt ja überhaupt nicht. Also von der Warte her, es waren nur Spekulationen, die wurden zurückgewiesen. Aber es hat doch ein bisschen für Verunsicherung gesorgt. Na gut, und die anderen übrigen Gewinner, Deutsche Börse heftig im Plus mit fast 12%. Und die Volkswagen, sehr interessant, 10,2% hier das Plus. Und es ist fundamental gar nicht mehr zu begründen. Wir denken eben, dass man hier die Kurswetten auf fallende Kurse jetzt zurückrevidiert und die Aktie kauft. Interessant auch, dass die Märkte, und das ist auch nochmal ein Zeichen dafür, dass man sehr verunsichert ist, mehr noch ins Geld geht. Gestern, dass man ins Gold geht, natürlich ist das auch mit Geld verbunden. Denn gestern hatten wir das größte Tagesplus jemals gesehen, seitdem der Goldpreis gehandelt wird. Und heute sehen wir wieder ein Plus von 3,6%. Also man ist sehr nah dran an die Marke von $900 je Feinunze geraten. Und das zeigt eben, dass die Märkte jetzt in die sicheren Häfen flüchten. Und Gold ist einer davon. Wohl dem, der schon längst in Gold investiert hat. Vielen Dank, Linda Behringer nach Frankfurt. Die Börsenkrise beschäftigt uns natürlich auch in der Börse am Mittag. Wir sprechen unter anderem mit Michael Kunert von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Welche Auswirkungen hat die Krise für die Kleinanleger?